Wir alle haben sie zu Hause und fast jeder weiß nichts mit ihnen anzufangen, außer sie wegzubringen. Jedoch gibt es unzählige andere Dinge, die du mit Plastikflaschen machen kannst. Deshalb haben wir heute 6 coole Dinge, die du mit Plastikflaschen machen kannst. Los geht's! Nummer 6. Nimm eine 2-Liter-Flasche und markiere sie, wie im Video zu sehen, mit einem Marker am Bauch. Nun schneide an dieser Linie entlang und entferne den oberen Teil der Flasche. Lackiere das Unterteil und lasse es trocknen. Wenn es getrocknet ist, male ein cooles Katzengesicht auf die Vorderseite oder irgendwas anderes. Stelle nun eine Pflanze hinein und schon hast du eine richtig coole Vase. Das miaut ja förmlich. Weiter mit der Nummer 5. Du brauchst nur 2 Flaschen mit der gleichen Form. Markiere jeweils einmal den Flaschenboden und einmal den Hals. Nun schneide an den entstandenen Linien entlang und entferne beide Flaschenhälse. Jetzt trage Kleber auf die Kanten der Öffnungen und befestige einen Reißverschluss daran. Trocknen lassen und schon kannst du deine Stifte in deiner neuen DIY-Federtasche herumtragen und bist definitiv der Coolste in der Schule. Also vielleicht oder auch nicht, egal. Und die Nummer 4. Du willst deinen Klassenkameraden so richtig auf die Nerven gehen? Nimm eine Flasche und dreh den Deckel ab. Jetzt drücke den Bauch ein und drehe den Deckel wieder drauf. Jetzt heißt es quetschen, drehen und drücken. Und wenn du denkst, dass es nicht fester geht, ist es perfekt. Nun ziel auf dein Opfer und drehe den Deckel mit voller Kraft ab. Durch den Druck in der Flasche schießt der Flaschendeckel wie ein 45mm Projektil durch den Klassenraum. Falls du allerdings berechtigterweise nicht riskieren willst, aus dem Unterricht zu fliegen, solltest du den Spaß lieber auf die Hofpause verschieben. So, schon bei der Hälfte. Nummer 3. Nimm eine Flasche und markiere ihren Bauch. Nur diesmal fährst du nicht nur einmal herum, sondern malst ein 4x4 cm Quadrat mit einem kleineren Quadrat in der Mitte dazu. Jetzt alles vorsichtig und sauber ausschneiden und schon sind wir fertig. Nur noch Handy rein, Ladekabel durch die Öffnung und an die Steckdose hängen. Jetzt kannst du dein Handy laden, ohne es auf den Boden legen zu müssen. Cool, oder? Und fast am Ende. Die Nummer 2. Zeichne einmal um das untere Ende der Flasche herum und jetzt zeichne einen 1 cm breiten Steg nach oben. Zeichne 2 parallel voneinander laufende Kreise, die 1 cm Abstand haben. Jetzt schneide alles aus und ziehe den kleinen Ring über das untere Ende. Wenn du das getan hast, bist du auch schon der glückliche Besitzer eines super umweltfreundlichen Recycle-Bechers. Wie cool ist das denn? Und zu guter Letzt die Nummer 1. Schneide den Boden von einer Flasche und drücke sie verkehrt herum auf ein Schwammtuch. Zeichne einmal um den Flaschenboden herum, damit du einen perfekten Kreis bekommst. Jetzt nimm die Flasche vom Tuch und zeichne an den Kreis 4 Beine, ein süßes Stummelschwänzchen und einen Kopf. Nun schneide es schön sauber aus. Wenn du das getan hast, trage ein wenig Heißkleber auf die Kanten des Kreises auf. Jetzt drücke schnell die Flasche mit der Öffnung nach unten auf das Tuch und lasse es trocknen. Markiere einen kleinen Schlitz auf der Unterseite des Schwammtuches und schneide ihn ein. Und schon kannst du dein ganzes Gespartes in dieser coolen Schildkrötenspardose aufbewahren. Aber pass auf, dass sie dir nicht wegrennt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig uns das mit einer positiven Bewertung. Ansonsten können wir dir noch 7 coole Dinge, die du mit Flaschendeckeln machen kannst, empfehlen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.